Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Oreo Cheesecakes im Test. Zwei Oreo Cheesecakes im Glas habe ich mir auch noch im Aldi Süd gegönnt für 2,99 Euro aus der Kühlung. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Oreo Cheesecakes im Glas schmecken. Die Toblerone-Sorte habe ich ja auch schon getestet. Da war gefühlt in meiner Version etwas wenig Cheesecake drin, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt mit den Oreo-Cheesecakes verhält, ob da das Verhältnis zwischen Oreo und Käsekuchen etwas besser ist. Deswegen hole ich mal das erste Glas hier raus und dann schauen wir uns die mal an. So sehen die aus. Und hier sehen wir auch schon, unten ist so eine Kakaokeksschicht. Oben auch nochmal und wir gehen gleich mal direkt in die Großaufnahme und dann mit dem Löffel rein. Und jetzt schauen wir uns mal die Oreo Cheesecakes in Großaufnahme an, beziehungsweise einen von den beiden. Und so sieht das Ganze aus. Ihr könnt hier sehen, unten drunter ist nochmal so eine Oreo-krümelige Keksschicht und oben drüber haben wir auch Oreo-Stückchen und der sieht doch mal richtig zum Reinbeißen aus, oder? Vanille Cheesecake mit Oreo-Keks. Der Löffel ist bereit und jetzt schauen wir mal, wie das so schmeckt. So sieht das Ganze aus. Es wäre ja wirklich mega geil, wenn der Käsekuchen nach Oreo schmecken würde. Aber ich glaube, es ist nur Käsekuchen und halt Oreo-Keks. Bin gespannt. Die Kekse sind tatsächlich nicht mehr kross, sondern auch so ein bisschen weich geworden. Klar, durch den Käsekuchen. Und dadurch hat das Ganze eine sehr weiche Konsistenz, so weichfest, fast als wenn man einen Keksteig löffeln würde. Das hier ist der Käsekuchen. Der ist tatsächlich etwas stärker vorhanden als bei der Toblerone-Version. Und schmeckt sehr süß und ein bisschen nach Käsekuchen, könnte aber intensiver vom Geschmack sein. Es gibt ja so einen richtig geilen, intensiven Käsekuchengeschmack und den vermisse ich hier ein bisschen. Man schmeckt aber definitiv den Oreo-Keks heraus, aber es wäre natürlich noch geiler, wenn die vielleicht irgendwie einzeln dabei wären und man sie sich nochmal oben so als Topping draufstreuseln könnte, sodass man diesen richtigen Crunch hat, so einen richtig schönen Crunch, festen Boden, das vermisse ich hier so ein bisschen, ist aber wirklich lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich diesem Oreo-Käsekuchen, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ihr Lieben, gebe ich dem 8 Punkte. 10 Punkte wären es, wenn es wirklich ein bisschen krosser wäre, ein bisschen mehr Käsekuchengeschmack. Aber wer weiß, solche Produkte werden ja immer wieder häufiger optimiert. Aktuell nur in Aldi Süd. Ich hoffe, der kommt nochmal nach Aldi Nord, dass ihr den alle probieren könnt. Und hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!